Ein herkömmliches Weinglas wird eingespannt und durch Schallwellen mit Ursprung im Lautsprecher auf der linken Seite in Schwingung versetzt. Die Frequenz des Lautsprechers und die Schwingungsfrequenz des Weinglases passen noch nicht genau zusammen, weshalb die Tonhöhe langsam erhöht wird. Mit dem Stab wird überprüft, ob die Frequenz den richtigen Wert erreicht hat. Resonanz zeigt sich unter anderem durch eine große Amplitude des Weinglases bzw. dann, wenn sich der Stab stark bewegt. Wenn einmal die Frequenz gefunden worden ist, kann die Lautstärke des Lautsprechers erhöht werden. Es lässt sich erkennen, dass das scheinbar starre Glas beachtlich schwingt. Jedoch kann die Amplitude des Weinglases nicht beliebig größer werden, es kommt zur Resonanzkatastrophe.